Wir sind als Konfirmanden, das weiß ich noch, als Gruppe der 14-Jährigen nach Bethel gefahren und haben Bethel hier besucht. Das hat mich tief beeindruckt. Und es ist ja selten so, dass man über Jahrzehnte zum Beispiel einen Gottesdienst in Erinnerung behält. Den Gottesdienst, der nun auch schon viele Jahre zurückliegt, den habe ich immer noch in Erinnerung. Und das macht mir doch deutlich, wie sehr mich Bethel damals beeindruckt hat. Ich habe erst überlegt, ob ich Lehrer werde. Ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, du mit deinem Charakter bist für diese Arbeit eigentlich nicht gut genug. Aber das Theologiestudium hat mir dann an der Stelle doch sehr geholfen. Ich habe festgestellt, dass Pastoren keine besseren Menschen sind, auch nicht sein müssen. Aber dass das eine ganz wichtige und interessante Aufgabe ist. Einmal Pastor, immer Pastor. Das ist so. Ich kann sagen, die Kraft nimmt man aus dem Glauben, das ist die eine Hälfte der Wahrheit, aber natürlich auch von den Mitmenschen, von der Familie und auch von den Menschen, die einem ja ganz viel zurückgeben, wenn man mit ihnen den Lebensweg teilt. Und das ist in Bethel so, wenn man hier einmal durch den Ort geht, stellt man das sehr schnell fest. Da sind ganz viele Menschen mit Behinderungen, die eben nicht die übliche Distanz kennen. Und die eigentlich auch nicht einen Vorstandsvorsitzenden kennen, sondern das ist der Pastor und der wird angesprochen und in Anspruch genommen. Und das tut einem ja selber auch gut. Wichtig ist natürlich auch, es ist eine große Verantwortung. Es ist eine Verantwortung für 200.000 Menschen, die unsere Dienste in Anspruch nehmen, für 17.000 Menschen, die auch jeden Monat ihr Gehalt haben möchten und brauchen für ihr Leben. Also ich möchte es auch nicht verniedlichen. Es ist auch Verantwortung, die drückt gelegentlich. Aber ich glaube, man kann sie auch nur erfüllen, wenn man ja eine gewisse Begeisterung sich bewahrt. Wenn das mal nicht mehr so wäre, dann ist es, glaube ich, besser zu wechseln. Ich glaube aber auch, dass gerade die Menschen mit Behinderungen, die hier gelebt haben und leben, eben der bedeutendste Teil dieser Geschichte sind. Und dass sich das bis heute auch erhalten hat. Und zwar nicht in so einem Hilfegefälle, wir helfen jetzt den armen, bedürftigen Leuten, sondern in einer wirklichen Partnerschaft. Und damit verändert man Gesellschaft. Und das ist eine große Aufgabe und das macht Spaß. Ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, wir möchten junge Menschen gewinnen, an dieser Stelle weiter mitzutun. Ich hoffe, dass demnächst die heute 14-Jährigen das dann weitermachen.